Moin meine YouTuber und herzlich willkommen zu einem weiteren Deckprofil. Und dieses Mal, ja, wie ihr seht, ist Phantom Knight an der Reihe. Hatten wir ja vor nicht allzu langer Zeit beim guten Igor gesehen. Haben jetzt gedacht, holst du dir das Deck auch nochmal ran. Das war mit eins meiner Favorites. Und durch diese gute Karte, den Destroy Phoenix Enforcer, habe ich mir gedacht, das ist das Deck, was am besten von dieser Karte profitiert. Dementsprechend holst du dir das nochmal ran und wirklich, die Karte ist unglaublich stark in dem Deck. Also generell ist die unglaublich stark, aber in dem Deck ist die wirklich Hammer. Vorab 43 Karten Main, ich habe es leider nicht weiter runtercutten können. Wie auch schon im Lirilust Profile oder wenn ihr das andere, oder wenn ihr das hier zuerst kommt, ich weiß es noch nicht. Ich habe kein Droplet, das würde ich noch hier drin spielen. Und ja, man kann gerne noch irgendwas raustun. Ich habe jetzt ein paar Extender-Choices gemacht, die vielleicht nicht allzu üblich sind. Da könnt ihr aber auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Deck habt, wie ihr das spielt. Und ansonsten will ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Gehen wir rein ins Profile und ins Main-Deck. Da spiele ich auf jeden Fall die beste Karte. Thornscales, dreimal, brauche ich nichts dazu sagen. Ist mit die beste Normal-Sammlung im Deck und der mit beste Extender im Deck. Der meiner Meinung nach beste Extender im Deck, der zumindest Phantom Knight heißt, ist Silent Boots, einfach eine gute Karte. Habe ich früher mal auf 2 gespielt. Habe ich mich auch gefragt, warum. Die Karte ist einfach unglaublich gut. Keine Frage. Dann spiele ich noch 2-mal Ancient Cloak. Viele spielen auf 1. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn für die Rotation, für das Ressourcenplay ganz cool auf 2. Ist aber so eine Karte, die man cutten könnte auf 1. Dann spiele ich noch 2 andere Phantom Knight Monster, nämlich einmal Ragged Gloves oder Ragged Gloves oder wie man sie auch immer aussprechen mag, die Handschuhe halt, die tatsächlich echt underrated sind, also die werden wirklich unterschätzt. Mild halt einfach irgendeine Phantom Knight Karte und das ist wirklich wichtig, weil das kann auch zum Beispiel mal ein Extender sein in der Form von einem Fogblade oder von einer anderen Falle. Ja, und dann spiele ich noch einmal Stained Grease, ich glaube sie heißt Stained Grease, also die Beinschienen eben, die ja, auch ein Extender ist im Prinzip, kommt tatsächlich auch teilweise echt gut und ich finde es auch schön, dass die diesen Super Rare Print bekommen hat in der Megatin. Dann kann man nämlich die ganzen Phantom Knights jetzt in Holo spielen, meine Freunde. Ja, ansonsten, was spielen wir noch für das Main Deck? 3x Tour Guide. Kann man auch sich überlegen, ob man die raustut. Es ist halt sehr anfällig, wenn ihr keinen Extender habt und darauf irgendeine Handtrap frisst, dann ist schon nicht so lecker tatsächlich. Dazu für das Package aber noch einmal Seer, einmal Graf. Das ist so meiner Meinung nach das beste Package damit. Das sind auch die besten BAs. Man könnte noch überlegen, Libic zu spielen oder vielleicht den Scherenkobold, dass man sich die Bricks wieder ins Deck zurückmischt. Aber ganz ehrlich, das brickt dann quasi sogar noch mehr als nur die beiden. Dementsprechend für meine Verhältnisse ist das voll in Ordnung. Bin ich eigentlich ein großer Freund von. Genauso wie vom Pferdenleser und Radraser. Das sind die beiden Psi-Extender. Und dann haben wir noch 2 Danger-Extender, nämlich Jackalope und Tsuchinoko. Wie ihr seht, ich spiele keinen Kagemusha-Ritter. Das ist aber in meinem Hinterkopf drin. Da will ich mal testen, ob ich den unbedingt brauche. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte für eine Common keine 5 Euro ausgeben. Klingt jetzt dumm, weil ich hier Karten habe, die mehr kosten natürlich. Aber ich habe mir das Deck jetzt wieder rangeholt, habe die ganzen Sachen erst vor kurzem verkauft. Und das ist mir dann irgendwie zu doof. Aber gute Extender auf jeden Fall, die 4. Und wenn man sich überlegt, dass man generell relativ viele spielt, also da kriegt man eigentlich einen auf die Starthand und eure Phantom Knight Engine ist ja generell auch eine Extender-Engine dementsprechend. Dann spiele ich aber noch als wirklich letzten Extender Junk Forward. Ja, ist eine gute Karte, wie gesagt, wenn ihr keine Karten kontrolliert oder keine Monster kontrolliert, kannst du die specialen. Ist eine ganz nette Sache, vor allem ist der Krieger, könnt ihr halt auch mit Rota suchen. Ja, wie gesagt, Kagemusha-Ritter ist vielleicht besser, aber die Karten hier sind unabhängig von irgendwelchen Summons. Also wenn ihr Kagemusha-Ritter alleine auf der Hand habt, das ist kacke. Ohne irgendeine Summon-Möglichkeit. Ja, gut, wie gesagt, bei Gerümpel vorwärts natürlich auch. Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt situationsabhängig. Das eine kann da in der Situation besser sein, das andere in der Situation. Dementsprechend hört nicht auf mich. Ja, wie ihr schon gesehen habt, spielen wir das Destiny Hero Package, also Dasher und Celestial. Wirklich ohne Spaß jetzt. Celestial ist unglaublich OP, muss ich wirklich sagen. Also was heißt OP, aber dieses Ressourcenmanagement, dass diese Karte ermöglicht, dass ihr einfach diese Draw 2 bekommt, ihr kriegt ein Plus 2 auf die Hand, ist einfach krank, wirklich. Es ist einfach nur gut und gerade in einem Deck wie bei PK hier, wo ihr sowieso relativ viele Handkarten immer, ja, ich sag mal, opfern müsst,
um euren Zug dann so zu gestalten, ist das natürlich perfekt. Es bietet sich super an, also es ist eine sehr, sehr starke Combo, beziehungsweise Package. Und ich spiele tatsächlich die Sense, den Scythelock, der ja jetzt durch den Phoenix Enforcer auch deutlich besser möglich ist als noch früher. Da hat man den ja auch meines Wissens nach gar nicht gespielt. Ja, wie ihr seht, spiele ich übrigens auch keine Handtraps. Ich habe mich dagegen entschieden. Man könnte zum Beispiel noch Nibiru spielen, aber im jetzigen Format finde ich den tatsächlich nicht so gut. Ich habe mir gedacht, man spielt dann eher die Going Second Karten. Das seht ihr auch gleich. Da angefangen mit 3x Talents. Wie gesagt, das könnten zum Beispiel auch die Droplets sein. Und 3x Darkruler. Wenn ich die nächste Karte, die ihr gleich seht, nicht spielen würde, würde ich auch noch 3 Lightning Storm im Main spielen. Vielleicht mache ich mir dafür noch irgendwie Platz, dass ich noch zwei oder drei in das Deck reinbekomme. Aber das sind erstmal, ich sag mal, also ich sehe Talents jetzt nicht unbedingt als Going Second Card, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt sehr flexibel, was das angeht. Und als letzten Extender tatsächlich spiele ich die Ready Fusion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Karte an sich sehr gut. Es ist halt leider once per turn. Gut, ihr wollt jetzt auch keine 5 Targets dafür spielen, aber die ist überhaupt nicht abhängig von irgendwas. Also ihr könnt die einfach aktivieren, jederzeit. Ihr könnt jederzeit auch einen Rang 3, Level 3 Extender ballern aufs Feld. Dementsprechend, die Karte ist wirklich super unabhängig und meiner Meinung nach einfach mal ein Try wert, wenn ihr die Ready Fusions jetzt habt. Falls nicht, holt sie euch nicht extra dafür. Dafür ist das meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld. Die Karte kostet halt immer noch 25 Euro, glaube ich, im Playset. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Als weiteren Extender Notfallteleport. Ja, ist auf 2. Warum nicht spielen? Also ich glaube, ihr spielt jetzt insgesamt 11 oder 12 Extender in dem Deck, ohne die Phantom Knights noch selbst zuzurechnen. Könnte vielleicht sogar schon ein bisschen viel sein. Vielleicht cutte ich auch eine Ready Fusion raus. Aber da muss ich einfach mal schauen. Line-up ist eigentlich soweit in Ordnung. Ja, als Starter-Card im Prinzip eine Rota noch. Wie gesagt, ist sehr flexibel in dem Deck. Leider auf 1, aber gerechtfertigt auf 1. Ja, und dann spielen wir logischerweise, weil wir das Package spielen, noch 3 Fusion Destiny. Ja, einfach eine super, super gute Karte. Wenn man sich die im Vergleich zu Red Eyes Fusion anguckt, ist das ja einfach ein Traum. Einfach nach der Combo irgendwann aktivieren. Ja, easy. Und wenn ihr sie nicht habt, dann einfach mit Anaconda machen. Ist einfach krass, also meiner Meinung nach wirklich das deutlich bessere Package von beiden, denke ich mal mit Abstand sogar. Gut, kommen wir noch zu den Fallen, da spiele ich 3x Fogblade, einmal Schattenbrigadine und einmal die Wings. Denke, das ist relativ Standard, viele spielen auch nur 2 Fogblades, ich meiner Meinung nach bin wirklich von 3 überzeugt, aber das ist wirklich persönliche Präferenz, da könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Hauptsache ihr spielt Fogblades, sagen wir es mal so, ganz blöd heraus. So, kommen wir zum Extra-Deck, Leute. Ich habe hier jetzt keine Honorable Mentions. Ich habe ja gesagt, die Lightning Storms würde ich auf jeden Fall noch irgendwie ins Deck integrieren wollen, aber ich wollte jetzt auch keine 46 Karten spielen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, dann guckst du mal an, dass du wenigstens irgendwie unter 44 bleibst. Und dem war so. Als nächstes Problem tatsächlich, was ich jetzt im Moment persönlich im Deck habe oder mit dem Deck habe, ist das Extra-Deck. Ich habe nämlich einen Platz quasi zu wenig. Ich spiele jetzt gerade 16 hier drin. Ihr könnt gerne euch das Extra-Deck jetzt, wie gesagt, mit mir zusammen anschauen und mir vielleicht, wenn ihr die Erfahrung mit dem Deck habt, in die Kommentare schreiben, was ihr raustun würdet, warum ihr das raustun würdet. Da wär mir wirklich sehr mitgeholfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe das Deck zwar schon gespielt, aber es ist schon was länger her. Dementsprechend könntet ihr mir da auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, dann fangen wir an mit dem Phoenix Enforcer. Ist halt wirklich eine kranke Karte in dem Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt wirklich broken. Die Karte ist wirklich sehr, sehr gut und einfach viel flexibler als Dragoon. Also wirklich viel flexibler, die kann viel mehr, hat viel mehr Interaktion meiner Meinung nach und das macht die Karte auch meiner Meinung nach viel, also das heißt viel besser als Dragoon, aber halt anders gut als Dragoon. Gut, da haben wir den Flammengeist, das ist halt Ready Fusion, das Ready Fusion Target. Ist eine ganz coole Karte, gerade auch weil die Finsternis ist, ansonsten könntet ihr natürlich auch jeden Level 3 Fusion Non-Effekt spielen, aber gerade weil der Finsternis ist, ist die Karte halt wirklich gut. Dann spiele ich 2 Breakswords. Da habe ich schon überlegt, die auf 1 zu cutten. Meiner Meinung nach ist es aber ein bisschen risky. Ich bin ein Freund von 2 Breakswords. Dann spiele ich noch ein Levier fürs Ressourcenplay. Ein Redoer. Könnt ihr natürlich auch einen
einen Evil Spawn Nightmare spielen, was euch auch eher beliebt. Ich finde die First-Turn-Bots von dem Deck hier eigentlich gut genug. Da braucht ihr meiner Meinung nach den Nightmare nicht, aber das ist wie gesagt auch sehr persönliche Präferenz. Und dann spiele ich natürlich noch einen Zeus. Ich spiele hier natürlich keine Downard drin, einfach aus Platzgründen. Aber Downard ist natürlich auch überhaupt nicht schlecht. Gerade wenn ihr die Breakswords wieder aus dem Friedhof beschwört, dann angreift und dann, ja, wenn sie überleben, cool, ne, dann liegt die halt da und ihr könnt quasi nichts damit machen. Dann mit Downard könnt ihr immer noch Zeus mit einer Interruption quasi bauen damit. Das ist natürlich dann schon irgendwo ein bisschen besser. Gut, schiebe ich die mal ein bisschen nach oben. Kommen wir nämlich jetzt zu den Link-Monstern. Ich fange mal unten an. Ist einmal die Link-Spinne, ist für die Anaconda, für das Anaconda-Play. Das kennt man auch schon von Dragoon. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich die Linkspinne einmal spiele. Man könnte auch Almirai spielen, damit man noch konstanter die Kombos kommt. Habe ich, wie gesagt, auch keinen Platz für, aber nur damit ihr wisst, das braucht ihr nicht mehr in die Kommentare zu schreiben, das habe ich im Hinterkopf. Dann spiele ich auf jeden Fall einmal die Anaconda, logischerweise ist einfach krass die Karte und natürlich auch sehr banworthy, meiner Meinung nach. Dann spiele ich das Dacta. Ja, ist halt für die Sensen-Kombo krass, also wie gesagt, wenn die Sensen-Kombo durchkommt, dann wird schon problematisch für die Gegner. Dann noch ein Cherubini, ist euer Combo-Starter, wenn die Karte ja da liegt und ich meine die Build of Cost und so, das ist schon ein bisschen schwierig dagegen zu interagieren, aber ist auf jeden Fall eine sehr starke Karte, genauso wie Rusty. Herz und Seele, Heart and Soul of the Deck, ist einfach so, ist das sind die beiden ja stärksten Karten im Extra-Deck. Dann habe ich noch eine IP, die könnte man zum Beispiel auch raustun. Ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Finde ich aber auch sehr flexibel. Dann noch ein Unicorn, einfach auch weil es Finsternis ist und ihr damit auf den Access-Code-Talker Climb gehen könnt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, Access-Code ohne einen Link 3 im Extra-Deck zu machen und den hier könnt ihr nicht weglinken. Dementsprechend ist das ein bisschen blöde. Also sollte da irgendwie ein anderer Link 3 mal herhalten. Und dann spiele ich auf jeden Fall noch die eine Apollosa. Ihr habt Hände, da könnt ihr vor eurer Rusty Summon auf Apollosa gehen. Das ist natürlich krass. Also ist schon eine sehr, sehr starke Karte. Und gerade für so ein Combo-Deck, was auch relativ Spam-heavy ist, ist das natürlich genau das Richtige. Ja, Leute, das war tatsächlich mein Take vom Phantomite-Deck. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mir in den Kommentaren helfen könntet bei den paar Problemchen, die ich habe, für die erfahreneren Spieler unter euch. Ansonsten gerne auch einen Kommentar da lassen, wie ihr das Video generell fandet, wie ihr die Deckliste fandet und ob es hilfreich war. Und falls ihr das noch nicht getan habt, gerne dann auch direkt liken, abonnieren oder ja, wie gesagt, auch einfach mal die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts mehr von uns verpasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.